Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen. Ich begrüße euch zurück zu The Book of Unwritten Tales 2 mit mir, dem Mr. Merb. Ich lasse das Vieh nochmal da drauf gehen, denn ich habe eine Idee. Vielleicht können wir die ollen Mistkäfer ja weglocken mit etwas zu essen. Und hier haben wir ja leckere Süßigkeiten. Okay. Geht überhaupt nicht. Schade. Dann... Tja, dann, wo können wir denn jetzt hinreisen? Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Elfenhain, Tugator. Vielleicht gehen wir nochmal mit Tugator mit der Elfe, ne? Ich meine, die sollte ja... Es ist auf der Insel nicht sicher für dich. Van Buren könnte jeden Augenblick zurückkehren. In dem Fall ist es da auch nicht sicher für dich. Ja, aber du musst nicht nur an dich denken. Naja, dann... Ach. Ruf, wenn du mich brauchst. Mach ich. Okay. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Wir haben ja irgendwie noch nichts. Können wir dich mit Süßigkeiten bestechen? Nee, das hatten wir schon. Ja, hier waren wir schon. Hier können wir nichts machen. Moment. Hast du immer noch Hunger? Irgendwas sollten wir dagegen unternehmen. Da fällt... Moment, ernsthaft? Füttere den Hippo. Okay. Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Huch! Yes. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Und jetzt? Da drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja, flieg hin, aber denk daran, alles auf einmal. Ich glaube, ich bin gerade irritiert. Mir fiel gerade eben ein, wir könnten das Vieh füttern. Also nicht das Vieh, sondern das Hippo-Vieh. Ich glaube, wir gehen besser mal hinterher und es klappt es auf einmal. Da fehlt ja ein Riesenhaufen. Was hast du gemacht, Kleine? Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Oh Gott. Dunghaufen. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Und wahrscheinlich schmeckt er nach Vanille. Ich soll... Das ist... Ist noch warm. Oh Gott. Wir haben eine Hand... Mistkäfer und Dung. Moment. Das will ich getestet haben. Das will ich getestet haben. Hallo, ihr kleinen Mistkäfer. Lecker, happy, happy, schappi, schappi. Moment, erstmal brauchen wir Licht. Vieh, 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 sonst können wir die Mistkäfer überhaupt nicht sehen. So, rein mit dir. Und schlüpf durch. Mach mal Licht. Genau. Gott, ist dieses... Oh, diese 2 Handvoll Hippogreifendung in meiner Tasche gehören zum widerlichsten und stinkendsten, das ich jemals mit mir herumgetragen habe. Das schließt den Abend ein, als ich den stinkenden Pete in Strunzen vom Gasthaus nach Hause tragen musste. Das heißt also, er sieht nur lecker aus, ist aber... Bäh. Ein kleines Stückchen vielleicht. Mal gucken. Okay. Das scheinen sie wirklich zu mögen. Ja, und dann? Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und greifen mich nicht mehr an. Wäre doch ein Plan. Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und... Oder sie überwältigen und töten dich, weil sie an den Rest des Dunks wollen. Sehr viel wahrscheinlicher. Hier in die Falle? Nee, nee. Schmiere den Hippogreifendung an die Kugel.
Warum? Fressen sie den dann auf, oder wie? Das wäre ja hardcore. Lecker. Betonung auf hart. Ich kann ihn jetzt nicht mehr mit mir herumtragen. Die Mistkäfer riechen den Dung. Sie sind ganz aufgeregt. Sie laufen an den Wänden des Lochs hin und her. Sie suchen eine Möglichkeit, zur Kugel zu gelangen. Aha. Okay, und können wir jetzt dann irgendwie da runter und was machen? Dank Vieh kann ich genug sehen. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Und jetzt? Hallo? Es geht er wieder hoch. Verwirrend. Wollen Sie irgendwie weglocken oder vertreiben? Haben Sie Angst vor Feuer? Das sind Elitekäfer. Wir haben ihre Ur- und so weiter Ahnen darauf trainiert, Eindringlinge zu überwältigen und möglichst qualvoll zu töten. Mistkäfer sind sehr stark, weißt du? Jeder von ihnen kann eine Mistkugel bewegen, die 20 Mal so schwer ist wie er selber. Und diese Mistkäfer sind stark genug, diese riesige Kugel zu bewegen. Und das ist jetzt eine Mist... Oh Gott, ja, nee, ist eine Mistkugel. Schon klar. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir ja... Die Tür hat sich einen Spalt geöffnet. Aber der Mechanismus scheint defekt zu sein. Sie geht nicht weiter auf. Ja. Ivo, reden wir mal mit dir? Ivo? Ja? Übernehm mal. Kannst du vielleicht mal kurz übernehmen? Oder, Ja, kein Problem. Hat sie jetzt was dazu zu sagen vielleicht? Harte Schalen, große... Naja, bla bla bla, hatten wir schon. Das hast du dir ja auch schon angesehen. Kannst du jetzt vielleicht irgendwie da rein oder kann das Vieh jetzt irgendwas machen? Das Ding hier reagiert nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, komm, jetzt komm mal runter. Vieh, komm runter, runter, runter. Ich bin maximal irritiert gerade eben. Das sind Hebel, mit denen wir es noch irgendwas machen können. Und hier sind irgendwelche Knöpfe. Er hat keine Ahnung, will er wohl damit sagen. Tja. Und mir geht's ähnlich. Warum bin ich so planlos? Ach, du hast immer noch bloß dieses Hasenkostüm dabei. Geh noch mal raus. Grübel. Den Meißel kannst du ja nicht nehmen. Und weiter aufstemmen können wir... Was? Aufstemmen? Vielleicht kann ich die Tür mit der Planke aufhebeln. Nein, keine Chance. Was verstehst du schon davon? Abgesehen davon, dass ich diese Pyramide mitgebaut habe. Das ist ein Argument. Versuch's trotzdem. Ach Mann. Verdammt. Mir gehen langsam aber sicher echt die Optionen aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Halt, ich habe eine Idee. Hier, für dich. Ich habe eine Idee, auch wenn sie nur eine ganz, ganz kleine und vermutlich schlechte ist. Vielleicht können wir die Holzplanke als Schild verwenden. Ich meine, die Geschosse kommen ja da jetzt gleich raus, ne? Müssen noch irgendetwas tun können. Ach bitte, ernsthaft? Das könnten wir doch einfach da hinhalten und durchlaufen. Einfach da hinhalten. Babulu. Ja, Babulu, du mich auch. Verdammt. Auch nicht. Dann geh nochmal raus. Vielleicht mit dem Hammer.
Hämmerchen, Hämmerchen, Hämmerchen. Ich gebe jetzt mal dem Vieh alles, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist. Na. Hammer an das Vieh. Hier, für dich. Gut. Puder? Puder nicht, das Vieh. Dass es keinen Spaß machen würde. Aber das ist wohl nicht der richtige Augenblick dafür. Ich sehe das ganz anders. Jetzt nicht, vielleicht später. Nein, setz den Hut auf, du sahst cool damit aus. Geht auch nicht. Jetzt nicht, vielleicht später. Okay. Dieses Samen... Wait. Okay, können wir auch nein, geben. Nein. Ich weiß nicht warum, aber... Man muss mal gucken, ne? Jetzt hat auf jeden Fall das Vieh mal eine volle Ausrüstung. Und jetzt mal gucken. Vielleicht können wir irgendwas hier damit ja machen. Samenkörner? Nein, nein, nein. Immer noch nicht. Und das Brett hatten wir ja schon. Ach, nö. Ich bin so hilflos gerade eben. Ich verstehe gerade eben nicht, was wir machen sollen. Ich meine, das Vieh kommt da rein, klar. Wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass entweder die Tür komplett aufgeht. Keine Ahnung wie. Aufhebeln können wir es ja nicht. Oder wir müssen jemanden noch reinbringen, bevor die Tür aufgehebelt worden ist. Oder das Vieh da drin irgendetwas machen lassen. Aber egal, was es ist, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Die Ivo nimmt zum Beispiel das Brett gar nicht erst. Den Hammer würde sie aber nehmen. Puh, 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 puh. Wir reisen nochmal irgendwo hin. Ich, Leinen los. Weiß gerade eben einfach nicht, auf was wir uns hier gerade eben einlassen. Tja, das Vieh ist immer noch da. Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit, sie hat auch eine fantastische Verdauung. Und auch wahnsinnig schnell. So, was hältst du denn davon? Er hat den Schlüssel, aber auf einen Kampf mit ihm kann ich mich auf gar keinen Fall einlassen. Puh, okay, also hier geht gar nichts. Oder? Nee. Hier geht, glaube ich, nichts. Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Ja, vorerst, super. Denk, denk, denk. Ja, hier bleibt nur noch der Elfenhain, ne? Auf geht's. So, auf zum... Wir haben den Lebensfunken aus dem Waldlandreich. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis Ivo ihrer Mutter verzeihen kann. Dabei weiß sie nur die Hälfte. Tja, hier scheinen viele Leute immer nur die Hälfte zu wissen. Okay, wir haben wirklich nur Tugato, wo wir nichts machen können, oder Lorem Ipsum. Dann muss die Antwort bei Lorem Ipsum auch irgendwie zu finden sein. Hey, Mary. Kapitän Nate? Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir noch einmal mit Vieh und Ivo die Segel setzen. Nur der kleine Wilbur fehlt. Auf gefährlicher Mission im Düsterwald. Machst du dir gar keine Sorgen? Na, der Kleine hat vom Besten gelernt. Alles klar, lass mich wissen, wenn es ein Problem gibt. Und dann? Tja, und dann, genau. Ich dachte schon, jetzt kommen wir hier irgendwie weiter, aber denkst du? Pustekuchen. Das habe ich mir so gedacht. Alle nochmal runter auf dem Bord. Gehen wir. Ja, mit ihr haben wir doch hier schon. Und bei Tugato kommen wir mit ihr nicht irgendwie von Bord. Es muss einfach irgendetwas hier geben, das wir tun können. Ich weiß einfach nicht, was es ist. Moment.
Gib nochmal das Brett an Nate. Ich habe eine Idee. Vielleicht können wir die Skarabäen einfach mit dem Brett da hochschicken. Gib einfach nochmal alles an Nate. Nate ist sozusagen unsere Sammelstelle für Zeug. Danke. So, und das letzte. Danke. Und jetzt machst du mal ein Licht. Weil, wenn die Skarabäen, die wollen ja einfach nur da hoch. Ach nee, da wollte ich hin, so. Wenn ich das Brett da jetzt eventuell als Rampe für die hinmache, dann kommen die vielleicht hoch und gehen zu dem Mist. Also zu dem Misthaufen, dem riesigen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Mal gucken. Und so? Lauft, meine Arbeiter! Tatsache! Holt euch die Mutter aller Mistkugeln! Wahnsinn! Und? Sie schaffen es! Gemeinsam sind sie stark! Und werden zerquetscht. Allerdings nicht sehr clever. Na also, boah, was für eine schwere Geburt. Oh, da scheint ein Rätsel auf uns zu warten, aber ich gucke mir erstmal hier das Steintor an. Na, ich kann da nicht hinlaufen. Doch, jetzt tut er's. Okay, sehr gut. Ich dachte erst, er tut's nicht. Lass mich raten, hinter dieser Tür befindet sich die Grabkammer des Pharao? So ist es. Wie öffnet man sie? Du musst, hast du mal daran gerüttelt? Besser nicht. Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Genau das verhindern allerdings diese beiden Steinstifte. Okay, und was ist jetzt das da unten alles? Gehen wir uns mal jetzt mal alles angucken. Dank Vieh kann ich genug sehen. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Warum denn nicht? Jetzt gucken wir uns jetzt mal das hier an. Das sieht ja irgendwie aus wie so eine Art... Also schön, was passiert hier? Ich wollte gerade schon sagen, Dankeschön, jetzt gehst du bitte da runter. Tap, tap, tap. Ach, jetzt geht er ganz vorsichtig runter. Ja, nee, ist klar. Ja, und nu? Ah, da ist was. Gitter und dahinter eine Art Gehege. Sieht allerdings nicht so aus, als würde hier noch eine Gefahr auf mich lauern. Auf dem Boden liegen nur noch ein paar Skelette. Was ist mit den Basilisken passiert? Ich bin kein Zoologe, aber es könnte problematisch sein, Basilisken ein paar tausend Jahre nicht zu füttern. Aber die Skarabäen haben auch überlebt. Ja, aber Scheiße gibt es in dieser Welt nun wirklich genug. Quite right. Und das hier ist ein Hebel. Aha. Was ist passiert? Da ist was passiert. Rückgängig gemacht worden. So, und jetzt hier. Ein Rad in der Wand. Von der Positionierung her würde ich sagen, dass man damit das Gitter daneben öffnen konnte. Ganz recht. Wir hatten blinde Sklaven, die sich um die Basilisken kümmerten. Sie durften die Gehege erst öffnen, wenn alle anderen den Raum verlassen hatten. Okay. Da wären wir wieder bei dem Rätsel. Ne? Ich dachte, die Basilisken gucken einen an und man wird zu Stein. Und die Medusa muss man angucken, aber die definieren das hier andersrum. Meinetwegen, vielleicht irre auch ich mich. Die Basilisken brauchen das Rad nicht mehr. Tja, jetzt haben wir's. Warum brauchen wir jetzt ein Rad? Warum brauchen wir ein Rad? Also ich meine, ich hätte gerne Rad... Aber nicht diese Art von Rad. Moment, Ivo, komm mal her. Wieso hüpfst du jetzt darüber? Nate ist kein Freund von Knobelaufgaben. Denken ganz allgemein fällt ihm nicht leicht. Aber was immer das hier mal war, er scheint es gelöst zu haben. Okay, und kannst du jetzt hier was machen? Hinter dem Gitter liegen einige Knochen auf dem Boden. Von mittelgroßen Schlangen oder echsenartigen Tieren, würde ich sagen. Basilisken. Zu
Zu einer Zeit, als die meisten anderen... Na, ja, ja, das hatten wir schon. Und was ist das hier? Kannst du jetzt damit was machen, was sinnvoll ist? Die hält das jetzt, so wie es aussieht. Also gut, Nate, dann gehen wir zum Steintor. Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Einer der Steinstifte ist draußen. Fehlt noch der zweite. Okay. Das heißt, Vieh muss wohl irgendwas da drin machen mit dem Hebel, ne? Da kommst du aber nicht rein. Okay, warte mal, dann... Vieh, dann mach mal dunkel bei der guten Elfe, bei der Ivo. Komm da runter. Komm mal raus. Jetzt ist er nicht mehr gefährlich, weil die Skarabäen sich ja selbst gerichtet haben. Oh, aber liebe Leute, ich sehe gerade eben, diese Folge ist schon wieder vorbei. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.